Ja, wir müssten hier in die zweite Stufe, auch hier Pumpkin müssten wir ihm mal anbieten, ne, dass er hier dann aufsteigt. Er ist ja schon weiter hier, Melon. The Journeyman. Melonen hatten wir doch hier hinten auch schon, ne? Ah, ne, das waren Kürbisse. Wir hatten da hinten Kürbisse, hatten wir da hinten. Aber wir haben noch keine Melonen angebaut. Das wollte ich eigentlich auch mal machen. Komm, ich guck mal eben hier, dass wir da mal ein bisschen uns da noch verbessern hier. Wir haben ja Gemüse. Beetroot Seeds, ich weiß gar nicht, haben wir Melonsamen überhaupt da? Haben wir hier nicht, ne? Nö. Nee. Doch hier. Komm, dann machen wir das mal eben, dass wir mal ein paar Melonen anbauen. Vorher mal eben die Hamburger herstellen. Das war jetzt hier mit dem Juicer und mit dem Mustard. Wir haben von dem 10, dann machen wir mal 10. Die Brote brauchen wir noch. Ne, haben wir. Also mit der Pfanne, dem Brot, hier dem Ground Beef und dem Mustard haben wir jetzt hier die Basic Hamburger. Da haben wir jetzt 18 Stück. Das macht ja schon mal einen ganz guten Eindruck. So, packe ich mal hier die Dinge mal eben weg, hier die Pfanne und das Ganze. Dann würde ich sagen, Melonen. Und Kürbisse könnten wir ja auch nochmal anbauen. Wir haben ja die Werkzeuge ja noch hier im Inventar. Hier die Hacke habe ich hier noch. Die Zäune. Dann nehme ich mal hier die Oak Fences. Da gucke ich mal, ob ich da nochmal ein paar Melonen nochmal eben anpflanze. Hier die Kaktusfarm bauen. Noch das Schaf hier. Da könnte man ja die Melonen. Die könnte man eigentlich auch hier auf dieser Höhe. Vielleicht hier so an der Seite machen, ne? Da brauchen wir aber Wasser, ne? Wenn wir hier hätten wir ja Wasser. Man könnte das ja auch kombinieren, dass man sagt, man nimmt dieses Wasser hier einfach als Quelle und trägt hier noch ein bisschen ab von dem Gras. So vielleicht. Nehmen wir noch mal eine Reihe mehr weg. Und könnte dann hier hinter da ja im Prinzip dann die Melonen ja reinsetzen, ne? Ach, ich muss die ja erst einmal hier abbauen, ne? Moment. So.
So, dann haben wir hier die Stiele sozusagen. Könnte man ja dann noch ein paar mehr von machen, beziehungsweise auch Kürbisse können wir ja so abwechselnd machen. Das würde sagen Melonen. Dann machen wir hier vielleicht Kürbisse. Mal sehen, wie es aussieht. So, und die würden dann im Prinzip einen nach vorne wachsen, beziehungsweise zur Seite. Und da hätte man das hier eigentlich so ganz gut kombiniert, hier mit dem Feld. Und mit dieser einen Wasserquelle das alles bespeist. Dann würde ich mit Melonen nochmal weitermachen. Na komm her. So, dann hat man das ein bisschen abwechselnd. Dann haben wir hier Melonen, Kürbisse, Melonen. Will ich nochmal Kürbisse machen? Und dann hier nochmal Melonen, ne? Da brauchen wir noch zwei Stück. So. Ich guck mal, ob ich ein bisschen Bone Meal dabei habe. Dann könnten wir nämlich gleich nochmal düngen. Ne, haben wir nicht dabei. Eigentlich könnten wir ja nochmal abernten, ne? Hier den ganzen Salat, und das sieht alles gleich aus, aber es sind unterschiedliche Sorten hier. Das ist hier Lettuce, ne, da haben wir was Falsches reingepflanzt. Haben wir hier den Lettuce, na, das ist doch alles hier Lettuce, der wächst aber schon wieder nach hier. Eigentlich soll da ja Bell Pepper rein, haben wir irgendwie das verkehrt, ne? Na, ich komme auch mal auf die falsche Taste hier. So, also Bell Pepper, ne? Ah ja, und hier Parsnip. Das ist doch auch Lettuce. Hat da irgendwie einer von denen... Also das ist doch auch hier nicht richtig. Ernten die das ab eigentlich, hier die Dorfbewohner hier? Wir haben das doch anders angelegt. Hier ist über, das ist ja alles vermischt hier. Auch die Peanuts auch und so weiter. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da nicht einer hier von den Dorfbewohnern da irgendwas hier durcheinander bringt, ne? Weil wir haben das doch anders angelegt hier. Da ist überall hier dieses rosafarbene drin. Auch hier, ne? Da müssen wir dann wohl mal einzäunen. Also hier hinten stimmt es noch, ne? Da ist es okay, aber hier, das haben wir doch anders angelegt hier. Verrückt. Ja, Alfalfa. Na. Und da sind jetzt die, das haben wir anders angelegt. Na gut, ist jetzt so gelaufen. Ich geh mal hin schlafen. Also ich befürchte, dass da einer von den Dorfbewohnern hier, so ein Farmer, da was verändert hat.
Also hier dieses Parsnip zum Beispiel, da kann ich mich auch erinnern, dass wir das doch alles richtig sortiert haben. Genau, hier Chili Pepper. Hier, da ist was anderes drin, ne? Dreimal Chili Pepper. Jetzt stimmt das irgendwie wieder. Na egal. Aber hier nicht, ne? Das hier. Jetzt habe ich da Chili Pepper. Moment. Das soll da rein. So. Na. Pass gut auf. Was haben wir denn jetzt hier? Genau das hier. Spice Leaf ist ja hier das. Und hier Amaranth. Hier, das ist ja auch was anderes hier. Ne? Das stimmt ja alles so nicht. Das heißt, wir brauchen von dem Spice Leaf 3 Stück. Und von dem Amaranth auch nochmal 3. So. Ich gucke mal nochmal, ob hier einer von den Dorfbewohnern da was verändert. Tomatillo. Die waren ja hier hinten. Und der Bell Pepper, der war ja ganz vorne. Nee, das nützt nichts. Dann müssen wir da einen Zaun machen. Hier war der Bell Pepper. Hier stimmt's. Bis auf hier Parsnip. Das stimmt nicht. Den haben wir aber hier. Da sind übrigens noch Pumpkin Seeds. So, 3 Stück von dem. Hier Cucumber, das ist komplett falsch. Das ist hier nämlich alles hier dieses Ginger. Garlic ist richtig. Ginger ist richtig. Peanut ist falsch. Und Sorghum ist auch falsch. Garlic haben wir hier. So, die Peanuts. Und Sorghum. Ist dieses hier. 3 Stück. So. Jetzt würde ich da mal eben abernten. Grape, Mulberry, hier Garlic, packe ich mal hier zu dem anderen. So. Sweet Potato. Gut.